Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Packet Client auf CubeCraft. CubeCraft hat zwar ein Update gehabt für. Also deren Anti-Cheat hat ein Update gehabt und es ging halt noch schnellerer Fly, aber. Ja, momentan geht sowas einfach auf CubeCraft. Ihr seht, er fliegt einfach förmlich. Ja, das ging mal schneller, aber. Ja, ich habe das auch zwar aufgenommen, aber das war schon so outdated, dass ich das nicht mehr hochladen wollte. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich noch die Videofiles da habe. Okay, dann ist es ein blöder Gegner. Ich muss später mal, kann ich auch wieder abbauen? Okay, nice. Sollten vielleicht Fuhrs anmachen. Gibt's das hier? Ach, gibt's gar nicht. Okay, super. Dann gehen wir weiter einfach. So, töten wir mal die ganzen Gegner. So, den haben wir. Gehen wir rüber. Ja, man sieht, also es geht circa immer noch sehr viel durch. Trotz Anti-Cheat-Update. Ich musste ein bisschen rumtesten, bis ich eine Config gemacht habe, aber ja, nach dem ersten Account, den ich weggewandt habe, weil ich alte Configs geladen habe, ging das eigentlich instant. Also ich habe die Config, die Base von der Config ist einfach vom Discord. Und dann habe ich die ein bisschen verbessert, wie sonst auch immer. Ja, das ist irgendwie ein neuer Bug mit der Hand, fragt mich nicht wieso. Ihr müsst einfach nur für den, weil der Fly in der Config ist ziemlich langsam, den müsst ihr einfach mit Timer Speed verschnellern. Also einfach Timer mitbinden und dann seid ihr noch so schneller. Wir können ja noch ein bisschen hochdrehen. Können wir auf, machen wir 53. Ich glaube, höher geht auch nicht. So, dann looten wir mal. Ich bin anscheinend viel zu schnell für den Server. Ja, funktioniert genauso. Das ist so dumm. Er hat quasi einfach keine Chance mehr. Das ist fast so schnell wie damals. Auf jeden Fall sehr witzig, dass sowas wieder funktioniert. Oh, der hat uns was getötet. Er ist leider runtergefallen, schade. So. Man muss halt länger essen beim Fliegen, aber ist jetzt auch egal. So. Ja, hier sind noch welche. Den haben wir. Und die nächste Runde. Let's go. Ja, das ist sehr entspanntes Gameplay auf jeden Fall. So, da sind wir auch in der nächsten Runde. Warum auch mal gegen dieses Auto-Ding nicht? Ich wollte noch sagen, dass die ganzen Let's Plays doch auf einem anderen YouTube-Kanal jetzt laufen, statt auf Twitch, weil ich Twitch nicht ganz als passend empfinde für Let's Plays. Da werden Livestreams trotzdem laufen, aber sowas wie Let's Plays will ich in Zukunft einfach nur auf YouTube haben. Ich glaube, das ist verständlich. Weil ich habe jetzt nicht unbedingt Bock für irgendeinen Grund, die ganze Zeit rum zu wegstrike zu werden dann. Und da, bevor das passiert, mache ich lieber einen YouTube-Channel. Ja. Weil dann kann ich auch so über das hier reden. Über Cheating, aber ja, auf Twitch halt nicht deswegen. Und ja, deswegen gibt es jetzt die Videos auf YouTube. Der Link zum neuen Kanal ist in der Videobeschreibung. Und ja, sonst gibt es nicht viel zu erzählen tatsächlich, weil ich habe eigentlich im August das Video alles erzählt, was ich sagen wollte richtig, außer das wollte ich jetzt noch verbessern und ja, nicht so runter würde ich sagen. Ich rede einfach weiter, kann man hier raus? Nee, schade. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es jetzt nicht wirklich viel zu erzählen. Ich überlege gerade.
Ihr könnt alle auf diesen Discord joinen, das könnte ich noch erzählen. Ja, ich habe einen Discord jetzt erstellt für so Let's Plays und so. Wer interessiert ist, kann auch auf dem Discord joinen, der ist in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Und schlägt mir auch gerne mal Clients vor, die jetzt nicht unbedingt Packet-Client oder so sind, weil ich möchte auch immer andere Clients ausprobieren. Und da wäre es schon sinnvoll, wenn ihr welche kennt, dass ihr mir die schreibt, weil ich habe keine Ahnung. Ich kenne Horion, das wollte ich auch machen, aber da gab es keine Configs, sonst wäre heute ein Horion-Video gekommen tatsächlich. Aber da gibt es keine Configs für und ich hatte jetzt keinen Bock, 20 Jahre lang mit Horion rumzutesten. Weil die schließlich habe ich auch das von der Base rausgenommen, die Config. Und ja, ich versuche jetzt aktiv Videos zu machen auf YouTube. Oh, super. Da wurde ich rausgekickt. Guter Server auf jeden Fall. So. Da sind wir jetzt in Egg Wars. Sollte langsam voll werden. Auf jeden Fall, genau, gibt es Discord und so weiter, wie ich es vorhin erwähnt habe. Ich habe irgendwas gesagt, ich meine nicht. Ja, sonst Horion-Video ist halt so, wenn jemand Horion-Configs hat für irgendwelche Server, ich würde auch mit Horion einmal ein Video machen wollen, aber wenn es keine Configs gibt, ist halt sinnlos. Ja, wir fliegen mal von Ei zu Ei. Oh Junge, ist ja noch witziger als Skywars. Ja, es hat irgendwie keiner mehr ein Ei, komischerweise. Ist echt blöd gelaufen. Dann kicken wir mal runter, würde ich sagen. Ja, der versucht sich jetzt noch zu retten. Oh, die haben einen Check dafür geaddet. Okay. So, dann machen wir das kurz. Ja. Er versucht sich noch zu safen. Ja, das war's mit dir, Light Blue. Und mit dir als auch. Okay, anscheinend haben die da schon eingebaut, dass wenn das Ei gesichert ist. Wie was? Ist das mein Ei? Ach, das ist mein Ei, okay. Dann gucken wir mal. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Wo sind denn alle? Die leben ja gar nicht mehr, oder was? Wo sind Cyan? Ach, guck mal einer an. Da sind die. Ey, die wollte ich haben, aber natürlich hatte ich auch kein Problem für mich. Und das war's auch mit der Runde. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich hab nochmal den Timer-Speed hochgedreht. Mal gucken, ob das funktioniert. Wäre auf jeden Fall witzig. Zack. Und noch ein Schwert vielleicht. Da will ich unbedingt 20 Jahre auf die Leute klopfen. Okay. Ja, scheint zu funktionieren. Ich meine, es ist auch ein guter Server, deswegen wundert es mich auch gar nicht. Ist nur nervig, dass wenn es zugebaut... das macht gut sein. Aus Strafe töten wir dich. Okay. Glaubt mit Timers wie zu hitten ist sehr dumm. Obwohl, never mind. Funktioniert, okay. Wo auch immer hatte ich meinen Breaker... Ne, mein Breaker hat aber nicht reagiert, okay. Scheint wegen der Custom Skin vielleicht zu sein. Ja. Der war einfach beim anderen Team kurz.
Besuch ab, besuchen und so weiter. Ah, das, ich bin Black, okay. Wir sollten vielleicht den Timer-Speed doch ein bisschen runterstellen. Also es scheint, die haben keine Timer-Checks oder so, aber ein bisschen Damage machen will ich auch, weil sonst ist scheiße. Guck mal, da ist ein Schwert. Wie nett. Ganz netter Spieler. Gehen wir mal zu dem. Der Timer-Speed macht auf jeden Fall weniger Schaden, das ist schade. Das war's mit dir. So. Junge. Und dann schon wieder die nächste Runde. Wir gehen uns in der nächsten Runde. So, jetzt habe ich den nochmal höher gestellt, weil war mir schon ein bisschen langsam so, der ganze Fly. Das wäre ja auch langweilig, wenn man einfach mal kurz langsam fliegen würde. Weil Cringe, wer langsam fliegt, tatsächlich. Schon overrated. Junge. Die mit Skin haben einfach Pay to Win hier, für Cheater. Oh, okay, sorry. Kann ich dich halt nicht töten, so, nicht zerstören. So. Müssen wir leider dein Bett abbauen. Ganz schade. Ja, dann war es irgendwie mit deinem Bett. Das auch mit deinem. Ja, das auch. Und ja, das auch. Und das ist schon unser Bett. Das ist super. Ja, der fliegt jetzt um uns rum. Halt ein blöder Cheater, so. Wir cheaten ja nicht. Natürlich. Ich finde schade, dass Timer-Speed ist halt der Wi-Fi, dass es funktioniert, aber es wäre schon cool gewesen, könnte man auch einfach ohne schneller sein oder halt, dass man genauso viel Damage macht. Das geht aber anscheinend nicht. Wir holen uns ein Schwert. Da denkt auch, dass wir einfach nicht gewinnen können, deswegen, weil er sich jetzt einbaut. Na, schade. Und schade, wenn ich einfach trotzdem ihn töten kann. Das weiß er aber natürlich noch nicht. Das wird er aber jetzt herausfinden, tatsächlich. Ah, Mist, kann ich leider durch die Wand hitten. Oh, sein goldener Apfel, der wird ihn retten. Das wird nur sein Tod vorauszögern. Ja, der hat eigentlich keine Chance mehr. Ich weiß gar nicht, warum er sich eingebaut hat. Hier können wir ja. Der macht Flugstunde mit uns. Ja, war's mit dem. Die Flugstunde ist vorbei. Oh, da gibt's noch einen. Komm, den bringen wir zum anderen Gegner. Sind sie mal so nett. Junge. Junge! Nein! Als ob. Oh, ich bin auch jetzt gestorben, deswegen den Fallschaden, aber das war ja geil. Okay. Oh, da wäre uns zu uns spawnen. Ach, schade, Mann. Bin ich leider rübergeflogen, hab dein Leben beendet. Ach, das war's auch mit der Runde. Na gut, dann spielen wir noch eine letzte Runde, würde ich sagen. Ich weiß halt nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich hoffe mal nicht lang. Das wäre nicht so gut, weil. Oh, ich nehme sehr lange auf. Dann machen wir jetzt eine schnelle Runde. Oh, mal kurz hier das Ei holen. Auf Speedrun-mäßig. Wir sind jetzt so der Badfucker Speedrun-Rekord. Wir sind Dream, nur als Hacker, unterwegs. So. Obwohl, warte mal, Dream verschummelt ja auch in seinen. Oh, das war nicht gut. Ja, gut, dann beenden wir die Runde. Die Folge, nicht die Runde.
Wir spielen das nächste Mal nochmal hier drauf. War ein bisschen zu schnell, aber ich speichere die Config mal. Ja, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt den Client downloaden. Die Config findet ihr auf dem Discord. Ihr könnt die einfach unmodifizieren, ein bisschen passt das auch bei euch. Ansonsten war es mit der Folge. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst ein Like da und tschö mit Ö.